Drive to Survive ist schlecht. Oder sollte ich lieber sagen, Drive to Survive ist nicht echt. Das ganze Problem mit der Netflix-Serie ist ja schon des Längeren bekannt. Allerdings sehen wir immer nur in dieser Serie, was Netflix will, dass wir es sehen. Das Ganze lässt sich relativ gut mit einem Film oder einer Serie, die normal auf Netflix zu sehen ist und nichts mit Sport oder Ähnlichem zu tun hat, sondern ein Spielfilm und eine ausgedachte Serie ist. Hier haben wir natürlich immer eine Story, die sich langsam aufbaut, einen Höhepunkt hat und daraufhin wieder zum Ende kommt. Es ist bei Drive to Survive nicht anders. Beispielsweise letztes Jahr war ganz klar der Fokus auf dem Machtkampf zwischen Mercedes und Red Bull bzw. Toto Wolff, Christian Horner oder auch Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ich bin mir sicher, es wird eine Vielzahl an Stunden von Videomaterial geben, egal ob es Interviews von der Rennstrecke, irgendwelche Background-Sachen gibt und so weiter und so fort. Allerdings ist natürlich vieles gar nicht so wirklich für uns realistisch oder wichtig gesehen in der Serie, denn wir wollen natürlich, dass die Serie spannend ist. Und spannend wird die Serie eben nur dadurch, dass man eine Story entwickelt, egal ob die Wirklichkeit so ist oder man sie eben so schneidet, wie man sie gerne hätte. Denn man kann natürlich perfekt eine Aussage in einem Interview so zerschneiden, dass sie eine bestimmte Message hat. Beispielsweise man sagt irgendwie, das Wetter ist schön und dann schneidet man einfach nur, das Wetter ist und schneidet dann weg und dann könnte man sich natürlich auch rein interpretieren, dass man schlecht oder sonstige Wörter da noch mit reinziehen könnte. Und so macht das Netflix eben mit der Serie auch. Ich muss sagen, ich gucke mir das relativ gerne an natürlich, aber trotzdem würde ich mir eher wünschen, dass es mehr so, ja, echt ist und nicht eben so in so ein Reality-Format reingeht, wo natürlich, ja, hinter dem Rücken gelästert wird, hier mal was gesagt wird, da mal was gesagt wird. Das ist natürlich relativ, ja, gut und auch spannend für eine Story, aber trotzdem ist es halt nicht so wirklich der komplette Hintergrund, dass in der Formel 1 viel, viel, viel gemacht wird hinter den Kulissen. Glaube ich, brauchen wir jetzt nicht drüber zu unterhalten. Das ist im Fußball so, ich glaube, in jeder Sportart so, dass hinter den Kulissen Großes und ja, auch nicht immer so rechtens alles zugeht, aber eben um das Ganze in Netflix zu vermarkten, muss natürlich eben eine Story sein und die hat man halt gefühlt in jeder Saison zwischen Red Bull und Mercedes irgendwo ein bisschen. Ferrari mit ihren Pannen waren da natürlich auch noch drin und so weiter und so fort, aber man muss halt immer noch schauen, dass es nicht wirklich immer 100% realitätsnah ist und dass man wirklich nicht alles immer 100% aus der Serie für bare Münze nehmen darf. Die Serie ist jetzt noch gar nicht so lange draußen. Ich habe jetzt auf Social Media schon vieles dazu gelesen und zwar beispielsweise die Sache mit Günther Steiner und auch Mick Schumacher, dieses Hinterrücks und dann doch nicht. Und man merkt auf jeden Fall in der Serie auf jeden Fall, natürlich bin ich nicht hinter den Kulissen dabei gewesen, dass Günther Steiner schon irgendwo Kevin Magnussen bevorzugt und Mick schon irgendwo einen schweren Stand hat, aber natürlich auch hier ist wieder die Sache Schumacher, der Name. Es ist Fluch und Segen, das wird in der Story auch gesagt, ist natürlich eine gewisse Dramatik dabei und auch eine Dramatik dabei, aber wie gesagt, wir dürfen hier nicht alles für bare Münzen nehmen. Natürlich, manche Sachen, die Günther Steiner sagt, sind absolut nicht in Ordnung, keine Frage, ne? Das macht man stellenweise einfach nicht, oder wenn man sagt, man hat keinen Number One Driver und dann sieht man so manche Szenen, das ist schon krass, dann, dass Markus dann auch eine Lanze für Mick Schumacher bricht, ist auch schon sehr stark, weil ja, aus dem Team beziehungsweise von der Führung nicht immer, wenn man auch so die Gespräche zwischen Gene Haas und Günther Steiner dann immer mal reingeschnitten bekommt, das ist schon nicht ohne, aber wie gesagt, wir kriegen nicht die ganzen Gespräche mit, wir kriegen immer nur, naja, Fetzen hingeworfen und dann, wenn da gerade mal sowas, sag mal, Böses in Anführungszeichen gesagt wird, sehen wir das halt, weil es interessant ist und gut für die Story. Denn was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist natürlich, dass wir sensationsgeil sind oder beefgeil. Es ist einfach, ich weiß nicht warum, aber es liegt in der menschlichen Natur, dass wir sowas extremst interessant finden. Aber nur noch einmal hier zur Verdeutlichung, glaubt nicht alles, was Drive to Survive euch irgendwie vorgaukeln möchte. Genießt es so ein bisschen einfach als, naja, Lückenfüller zwischen Saisonbeginn, beziehungsweise Saisonende und Saisonbeginn, dass wir da ein bisschen was einfach haben im F1 Circus. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, nehmt es nicht alles für bare Münze, hasst oder liebt Menschen nicht wegen dieser Serie. Macht euch einfach ein bisschen mehr eure eigene Meinung, schaut auch mal oder informiert euch auch mal hinter den Kulissen oder andere Newsportale, die da ein bisschen andere Kredibilität haben als Netflix, die natürlich ihre Produkte bzw. Nutzer kaufen möchten dahingehend mit dieser Serie. Aber wie gesagt, schaut euch es an, macht euch aber bitte eure eigene Meinung und flamet nicht auf Social Media irgendwelche Fahrer oder Teamchefs oder sonstige Leute an, weil das haben die nicht verdient. Und dann würde ich einfach sagen, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Drive to Survive in die Kommentare. Wie findet ihr die ganzen Thematiken, die da immer aufgegriffen werden? Findet ihr den Hype bzw. den Trubel um die Serie gerechtfertigt? Alles unten in die Kommentare. Hier kommt ihr noch zu meinem letzten Video und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Marvin. Ciao.